Ja, herzlich willkommen hier im Deep Space vom Ars Electronica Center und heute zeige ich Ihnen in den nächsten 45 Minuten meine 7 Lieblingsprojekte, die nur ganz, ganz selten gezeigt werden, also richtig seltene Perlen und da meine Top 7. Und ja, es wird ein ziemlich wilder Ritt durch verschiedene Themen, durch verschiedene Inhalte und auch durch verschiedene Möglichkeiten, hier diesen Raum zu nutzen. Er ist ja einer der sicher genialsten Präsentationsräume, die wir haben und die auch von uns schon in den letzten Jahren in vielfältigster Form genutzt werden. Und eine der Formen ist gleich eines der ersten dieser Projekte, die ich Ihnen zeigen möchte. Dieser Raum wird jeden Montag, der nächste Montag ist schon wieder soweit, zum Vorlesungssaal für Medizinstudierende. Und da haben wir eine Technologie, die nennt sich Cinematic Rendering und die ermöglicht es, in den Körper hineinzusehen. Und das ist natürlich etwas, was für Medizinstudierende sehr spannend ist, weil die müssen die Anatomie sehr, sehr gut und sehr genau lernen. Aber nicht nur natürlich für die Medizinstudenten, sondern für uns alle ist es spannend, wie funktioniert denn eigentlich unser Körper und was ist denn da alles drinnen. Und ich habe da eines dieser Projekte, das ich sehr, sehr gelungen finde, ist die Hand. Einfach vorstellen, das ist jetzt eine echte menschliche Hand, keine Computerdarstellung oder irgendwas, sondern das ist eine lebende menschliche Hand, dargestellt in der, analysiert in der Computertomographie und mit meinem Xbox-Controller kann ich da jetzt ganz viele Dinge machen. Ich kann das ein bisschen herumbewegen und ja, von außen, das kennen wir, so schaut unsere Hand aus, ganz klar. Und jetzt kann ich das machen, warum dieses Programm für die Medizin-Vorlesungen so toll geeignet ist. Ich kann die Oberfläche wegnehmen und habe dann auf einmal hier die Knochen. Ich zoome da ein bisschen hinaus und jetzt schauen wir uns einmal an, wie da unsere Hand eigentlich ausschaut. Und das kann man jetzt gleich selber mal ausprobieren. Wenn man sich die Hand hernimmt, dann sieht man, aha, das da oben, ganz klar, das sind unsere Finger. Aber die scheinen viel, viel länger zu sein. Und dort sozusagen, wo unser Handballen, also unsere Handfläche anfängt, geht es eigentlich genauso weiter. Also diese Finger, die sind eigentlich sozusagen hier oben sichtbar mit den drei Gelenken, aber in Wahrheit hat dann jeder Finger noch einen vierten langen Knochen und der führt dann hinunter, und da zoome ich jetzt wirklich ein bisschen genauer hinein, und der führt dann in die Handwurzel. Also das, was wir da hier haben, ist unsere Handwurzel, und Sie werden es vielleicht, wenn Sie keine Probleme haben, sich noch gar nicht überlegt haben, aber wie genial dieses Gelenk eigentlich ist. Man kann die Hand in alle Richtungen bewegen und hat auch in alle Richtungen sogar noch die Möglichkeit, gewisse Kraft auszuüben. Und das ist nur möglich, weil es eben sozusagen hier diese Konstruktion der Natur gibt, die Handwurzel. Und was ist da das Besondere eigentlich? Es ist nicht so zum Beispiel ganz klassisch bei der Schulter oder beim Oberschenkel, da haben wir sozusagen ein großes Gelenk und das kann sich halt in irgendwelche Richtungen drehen, auch ganz gut. Aber für die Hand wäre das ein bisschen wenig. Hier hat man viele kleine Knochen, genau 8, die Handwurzelknochen. Und diese bilden alle untereinander in allen Richtungen auch wieder kleine Gelenke. Und wenn ich da jetzt ein bisschen hineinzoome, ich drehe mich einmal herüber und zeige das sozusagen von dieser Seite hier, dann sieht man hier überall hier diese kleinen Knöchelchen. Und die bilden andererseits untereinander Gelenke und sie bilden dann auch mit den Unterarmknochen und mit den Fingerknochen wieder Gelenke. Und diese Konstruktion ist genial und kann man sich vorstellen, wenn man sich da was wehtut, dann ist das blöd, weil dann kann man es nicht mehr so gut bewegen. Und das ist sozusagen eines der ersten Sachen oder eines der wichtigsten Sachen sozusagen für die angehenden Mediziner. Die müssen wir lernen, wie heißen denn diese kleinen Knöchelchen, wie bilden sie dich, wie sind die gegeneinander sozusagen ausgerichtet. Und das kann man sich natürlich in so einer Darstellung unglaublich fein ansehen. Man kann sich das von allen Seiten, man kann dann herüberdrehen und sieht dann hier eben diese ganzen Zusammenhänge dieser Knochen. Und weil ich gerade von Gelenk gesprochen habe, auch unser Daumen ist ja ein toller Alleskönner eigentlich. Und auch hier kann man sich sehr schön ansehen, dieses Gelenk des Daumens hat hier sozusagen so, schaut aus wie ein Sattel, darum heißt es auch Sattelgelenk. Und auch diese Darstellung kann man sich da sehr, sehr fein anschauen. Und wenn Sie da diese kleinen Knödel da so sehen, das sind sogenannte Sesambeine, sind auch Knochen, und die sind dafür da, dass sie die Wirkung unserer Sehnen verbessern. Also das ist sozusagen etwas, was die Wirkung einer Sehne verbessert, dadurch wird sozusagen ein Stück
Knochen da hineingegeben und das funktioniert dadurch besser. Das größte Sesambein des menschlichen Körpers ist die Kniescheibe, wissen wir alle, und über diese Kniescheibe läuft natürlich auch eine Sehne. Ja, und wenn sich das mal überlegt hat, unsere Finger bewegen sich ja wirklich wunderbar. Wie funktioniert denn das? Weil irgendwelche Muskeln sind ja in der Hand selber nicht drinnen und das kann man sich da wunderbar ansehen. Ich tue jetzt wieder ein bisschen was dazu und jetzt sieht man, es laufen Sehnen von unserem Unterarm hindurch, durch die Handwurzel hinauf in jeden einzelnen, zu jedem einzelnen Finger. Und diese Sehnen, die ermöglichen uns das Bewegen der Finger. Und jetzt drehe ich das Ganze ein bisschen. Und jetzt sehen wir da, aha, interessant. Also hier laufen diese Sehnen durch. Ich stelle es mal ein bisschen herüber. Sie sehen schon, es ist gar nicht so leicht zum Beherrschen. Also hier laufen die Sehnen durch und wenn ich die Sehnen jetzt wieder wegnehme, dann sehen wir, aha, die werden in irgendeiner Form kanalisiert und zwar wiederum durch die Handwurzelknöchelchen und die bilden, man kann das ganz kurz sehen, eine Art Tunnel, der ist dann oben von Haut bedeckt und da werden die Sehnen durchgeleitet und wer damit Probleme hat, der geht zum Arzt und sagt, mir tut's weh und der sagt dann ganz klassisch, na gut, Karpaltunnelsyndrom, also das ist der Karpaltunnel, wo die Sehnen der Hand durchgehen. Das erste von einem meiner Lieblingsprojekten, die leider viel zu selten gezeigt werden. Beim zweiten, da lege ich jetzt meinen Xbox-Controller weg und nehme wieder mein kleines Handy hier und da kann ich jetzt sozusagen die ganzen Sachen im Deep Space mir auswählen und ja, eines der Projekte, viel zu selten wird es hergezeigt. Ich finde es sehr, sehr gelungen von einem ganz lieben Kollegen hier im Haus, von Thomas Schwarz. Und ja, auch der Frühjahrs-Uferanermarkt ist leider schon abgesagt oder leider, der eine oder andere wird sagen, vielleicht ist gut, dass er abgesagt wird. Und um das ein bisschen sozusagen abzumildern, dass der abgesagt ist, ein wunderbares Werk eben vom Thomas Schwarz, der hat sich am Uferanermarkt herumgetrieben, hat mit seiner Kamera Aufnahmen gemacht und die dann in einer Mischung aus Timelapse und sozusagen Normalvideos zusammengestellt und das Ergebnis ist wirklich sehr, sehr fein und das schauen wir uns jetzt kurz an. Urfix vom Thomas Schwarz. So Leute, jetzt geht's los! Ja, jetzt geht's los! 65 Tonnen Start, Leute! Let me come again. Okay.
Ja, das zweite Projekt von meinen 7 seltenen Perlen, die ich heute zeigen möchte. Ja, mal schauen, vielleicht wird es im Herbst was mit dem Uferanermarkt. Zu hoffen ist auf jeden Fall. Der Deep Space ist von der Größe natürlich einerseits sehr, sehr spannend, 16x9 Meter hier die Wand, 16x9 Meter der Boden. Die Auflösung ist unheimlich groß, nämlich 8K, also 8000 Bildpunkte in einer Reihe. Und dadurch kann man gewisse Dinge hier sichtbar machen, die man im Original oder in anderer Darstellung gar nicht zu sehen bekommt. Und da möchte ich Ihnen jetzt 3 Projekte zeigen, die alle sozusagen sehr, sehr ähnlich sind. Es geht um Darstellungen aus der Geschichte. Und wenn wir gerade beim Uferanermarkt, haben wir hier eine Darstellung von Linz aus der Zeit von 1649. Ich muss ein bisschen zurückgehen, weil ich kann das hier über meinen Touchscreen steuern. Und ja, Linz natürlich ganz anders noch dargestellt. Da gibt es auch nur diese eine Brücke, eine alte Holzbrücke, die hier über die Donau führt. Und ja, da wo jetzt gerade das Ars Electronica Center ist, das sind eigentlich recht nette Häuser gewesen. In die andere Richtung gibt es die noch zum Teil, aber hier ist das eben nicht mehr der Fall. Und man sieht auch, ich finde es immer unglaublich spannend, wie sich Städte entwickeln. Hier sieht man eigentlich, Linz hat eine Insel gehabt früher. Und ja, dieser Nebenfluss, der wurde irgendwann einmal zugeschüttet, wurde sozusagen vor ungefähr 100, 120 Jahren wurde das gemacht. Und auf diesem Gelände befindet sich jetzt zum Beispiel das Brucknerhaus oder das Parkbad. Also da auf dieser Insel, die hat man dann sozusagen nutzbar gemacht und hat dann die Donau etwas umgeleitet. Was natürlich spannend ist, man kommt dann natürlich immer wieder drauf, die Sachen haben meistens einen Grund, zum Beispiel Namen. Und in Linz gibt es ja die Straße Graben. Und warum das heißt, sieht man da ganz gut. Also das war früher wirklich der Burggraben von Linz. Also das befindet sich da jetzt, sozusagen, wo diese Mauer ist und dann der Graben. Das ist jetzt die Straße Graben. Ja, am Hauptplatz, der ist eigentlich noch ziemlich ähnlich. Auch die alte Kirche, die man hier sieht, die gibt es noch. Und wenn man da auf dem Hauptplatz genau hinschaut, dann sieht man in der Mitte, das war der Pranger, also da hat man die Menschen an den Pranger gestellt. Das passiert heutzutage ein bisschen anders, da wird man an den virtuellen Pranger gestellt, irgendwelche Shitstorms und solche Sachen. Da hat man das noch in echt sozusagen gemacht, da hat man die Leute angebunden und die wurden dann von der Bevölkerung beschimpft, angespuckt oder was auch immer. Und wenn man dann ein bisschen weiter nach oben geht, dann sieht man, da sind wir auf einmal hier in dem Bereich des Schlosses. Wir sehen auch die Martinskirche, gibt es auch noch, älteste Kirche in Linz. Und wenn man dann Richtung Freinberg herüber geht, dann sieht man da was. Neben dem Pranger hat es auch einen Galgen gegeben. Also da sind die Leute dann früher sozusagen hingerichtet worden auf dem Galgen. Spannende Geschichte, eine zur Verfügung gestellt vom Archiv der Stadt Linz. Danke an den Walter Schuster, mit dem wir immer wieder ganz tolle Sachen gemeinsam machen. Ein Projekt ist gerade in Ausarbeitung. Da sind wir dabei, dass wir alte 3D-Fotos mit einer künstlichen Intelligenz nachkolorieren und dann natürlich auch im Deep Space herzeigen wollen. Ja, also das dritte sehr, sehr feine Projekt Linz aus der Sicht von ungefähr 1649. Alte Darstellungen haben was unglaublich Faszinierendes. Man lernt natürlich, wie haben Menschen damals ihre Welt gesehen, wie haben sie es dargestellt, wie haben sie sich orientiert. Und eines der vielleicht spannendsten Beispiele, wie so ganz, ganz alte Weltkarten aussehen, stammt originalerweise wahrscheinlich irgendwo um 350 nach Christus. Und man kann nicht viel erkennen aktuell. Es ist eine alte Straßenkarte, die Tabula Peutingeriana. Das Original liegt in der österreichischen Nationalbibliothek, wurde von Konrad Peutinger, einem großen Sammler, angekauft und dann an die Republik Österreich geschenkt im Nachlass. Und sie beinhaltet die ganze damalige Welt aus Sicht eben natürlich des römischen Imperiums. Und wir werden da ein bisschen hineinzoomen. Man sieht, es ist ein langer Streifen. Das Original hat eine Länge von in etwa 7 Meter, Höhe gut 30 Zentimeter.
Und auf diesen 7 Meter mal 30 Zentimetern ist die ganze Welt, die ganze damalige Welt drauf. Und wenn man da hineinzoomt, dann erkennt man aber wirklich ganz sehr, sehr interessante Geschichten. Ich möchte damals sozusagen in der Mitte starten. Natürlich, was ist damals das Wichtigste gewesen? Ganz klar, Hauptstadt Rom. Kann man auch gut sehen, alle Wege führen eigentlich nach Rom, oder besser gesagt fast alle. Einer führt da unten zum Hafen von Ostia. Und die Systematik dieser Karte ist genial und sie ist auch eine der wichtigsten Forschungsmöglichkeiten, die man eben sozusagen aus dieser Zeit hat. Es sind einerseits hier Namen drauf, also wie heißen die Sachen, in dem Fall Roma, okay, das kennt man. Es sind auch unterschiedliche große Gebäude dann gezeichnet. Da weiß man, okay, was hat man dort als Reisender machen können? Hat man dort sein Pferd wechseln können? Hat man da was zum Essen bekommen? Hat man schlafen können? Oder war das einfach nur ein Unterstand? Hat man sich natürlich auskennen müssen. Aber es ist auch die Entfernung in römischen Meilen angegeben. Also wenn man zum Beispiel da mal herzoomt, dann sieht man, okay, offenbar von Ostia nach da herüber sind es eben 9 römische Meilen. Und dann hat man sozusagen seinen Weg planen können. Ich gehe mal ein bisschen heraus und dann sieht man, wie die das eigentlich geschafft haben, dass sie die ganze Welt auf so etwas komprimiert haben. Sie haben eigentlich etwas gedreht und zusammengedrückt. Wenn man nämlich da herüber geht, dann sieht man, das Ganze, was hier sozusagen liegt, das ist der italienische Stiefel. Und hier hinten hat man eben den Stiefelabsatz. Dann kommt eben da der Vorderbereich des Stiefels und natürlich die Insel, die dann da vorne liegt, das ist Sizilien. Also man hat hier das ganze Italien, ich gehe dann ein bisschen herüber, einfach da so quer hereingelegt und diese beiden Flüsse ausschauen, Mittelmeer und die Adria, das ist hier sozusagen so dargestellt. Irgendwo gibt es natürlich dann auch das jetzige Österreich, fangen wir da vorher an. Ganz beliebt natürlich als Urlaubsdestination Istria, Pola steht da. Also das ist hier die istrische Halbinsel. Daneben findet sich eine recht große Stadt, offensichtlich Aquileia. Und dann, das was hier sozusagen so ganz nett da angedeutet ist, das sollen die Alpen sein. Also nicht sehr groß, nicht sehr mächtig. Und welche Städte sind denn interessant? Also hier in der Mitte erkennt man jetzt Verona. Und dann etwas weiter, gar nicht direkt verbunden, auch spannend, kann man sozusagen nicht direkt hinfahren, nach Javavo, das ist das jetzige Salzburg. Und von Salzburg geht es dann mit ein paar Tagesreisen herüber nach Ovilia, also nach Wels. Und da irgendwo ist auch Linz und da ist dann irgendwo das Ars Electronica Center, jetzt zumindest hier. Man könnte über die Karte wahrscheinlich alleine mehrere Stunden sprechen, ich möchte nur das Ihnen zeigen, was da alles noch drauf ist. Wir gehen dann sozusagen wieder nach rechts, in dem Fall nach Osten, verlassen dann sozusagen hier Italien und wenn wir da herüberkommen, dann schauen wir mal, was ist denn noch auffällig. Aha, da ist wieder sowas Großes. Was ist denn das? Zoomen wir ein bisschen hinein. Ah, das ist Konstantinopel. Also hier sind wir jetzt am Schwarzen Meer und haben hier Konstantinopel. Also offenbar auch sehr wichtige Stadt, logischerweise damals gewesen, das frühere Byzanz und jetzt heißt es Istanbul, diese Stadt. Es geht aber noch weiter rüber. Also das alles wurde da so dargestellt, muss man sich vorstellen. Haben alle und man kann auch das Ganze sozusagen sich online ansehen und man kann auch einen eigenen Plan machen oder einen eigenen Fahrtenplan machen, die auf Basis von der Tabula Peutingeriana passiert und dann sieht man, wie man eben damals von einem Ort zum anderen gereist wäre. Ja, das nächste große, was man da sieht, die dritte große Stadt, Antiochia. Also da sind wir jetzt schon in Asien und haben hier Antiochia vor uns. Es geht aber noch immer viel, viel weiter nach Osten und irgendwann einmal erreichen wir dann das Ende dieser Karte und sind dann in die Bereiche, und da möchte ich ein bisschen hineinzoomen, da sieht man schon, da wird es ein bisschen dünner, da kennt man sich nicht mehr so gut aus. Und die Sachen sind dann auch hier so bezeichnet, also Hic Alexander Reportium, also hier musste Alexander der Große umdrehen, weiter ist er nicht gekommen. Und wenn man ein bisschen weiter hinunterschaut, dann hier sieht man einen Ort, da sind offensichtlich die Elefanten geboren, in
His Locus Elephantum Nazeduntur, und in diesem Ort hier herüben, hier sind die Skorpione geboren, Scorpiones, kann man hier lesen. Und wenn Sie da Interesse haben, sich weiter zu vertiefen in diese wunderbare Karte der Tabula Peutingeriana, dann gehen Sie auf die Website der Österreichischen Nationalbibliothek, da finden Sie diese Karte in mehreren Einzelteilen zerlegt, aber genau in dieser Auflösung, und da können Sie dann sich damit auseinandersetzen. Hilfreich natürlich, wenn man das eine oder andere auch als Begleitmaterial sich zu Gemüte führt, weil die ganzen Dinge, die da drauf sind, sehr, sehr vielfältig und eine der meist beforschten Karten aus dieser Zeit oder eigentlich die einzige, die aus 350 nach Christus in etwa noch zumindest vorhanden ist als Nachbildung. Ja, Tabula Peutingeriana im Besitz der Österreichischen Nationalbibliothek, eines meiner weiteren Lieblingsprojekte. Und wenn man sich solche Sachen anschaut, dann weiß man, der Deep Space kann da wirklich etwas leisten, was man so auf einem normalen Bildschirm sich sehr, sehr schwierig tut. Man kann hier gemeinsam Dinge machen. Und genau das Gleiche ist auch beim nächsten Projekt. Und da freut es mich wirklich, dass wir wiederum etwas sehr was Großes im Deep Space darstellen können. Schauen wir mal, da ist es schon. Auch hier wieder so ein langer, großer Streifen. Diesmal ist es aber keine Landkarte, keine Karte der Erde, sondern es ist eigentlich was mindestens genauso Geniales. Es ist eine Gesamtübersicht aller griechischen Götter. 55.000 Namen sind hier verzeichnet in dieser unglaublichen Darstellung. Handgeschrieben, muss man sich vorstellen. Dieter Matschek, ein Historiker aus Vorarlberg, der hat sich die Arbeit gemacht, hat 35 Jahre lang geforscht und hat es dann zusammengebracht, hier diese Übersicht, diese Gesamtgenealogie zu erstellen. Auch die kann man im Internet finden, wenn Sie Interesse haben. Beginnen tut das Ganze ganz klar im Chaos, kommt eben aus dem Griechischen und nichts anderes als unglaubliche Unordnung. Dann kommt die Gaia, das ist unsere Erde, stimmt ja eigentlich selbst in der Entwicklung. Aus dem Chaos ist irgendwann einmal die Erde entstanden. Also da haben die Griechen schon gewusst, um was es geht. Und dann kommen diese ganzen vielen, vielen Namen und auch immer der Versuch, die natürlich miteinander in Beziehung zu bringen. Und ja, der Zeus, den kennen wir alle. Der ist hier vorhanden und da sieht man schon, der war ein paar Mal verheiratet. Durchaus fleißig. Mit den Nymphen hat er auch seinen Spaß wahrscheinlich gehabt. Und dann geht es immer weiter herüber. Ich mache das ganz bewusst. Man sieht dann, was da alles vorhanden ist. Und dann sind auf einmal die Liebesbeziehungen des Zeus hier. Also neben dem, dass er verheiratet war, hat er auch sonst noch einiges in Bewegung gebracht. Und da unten zum Beispiel die Gründer der Olympischen Spiele sind hier zu finden. Herakles und Daktylos und solche Sachen. Also man stoßt immer wieder auf Namen, die man kennt. Und zum Teil erst dann merkt, aha, das ist ja ein griechischer Name. Und wenn Sie Fan vom Harry Potter sind, dann wird Ihnen dieser Name hier geläufig sein. Jetzt muss ich ihn nur mal finden. Genau, da ist sie. Hermione, so heißt doch die Freundin vom Harry Potter. Also hier offenbar die Inspiration für den Namen aus dieser griechischen Mythologie. Und wenn Sie jetzt selber irgendeine Inspiration brauchen, zum Beispiel, keine Ahnung, Sie wollen ein Unternehmen gründen, Sie haben ein Produkt, und Sie suchen noch nach einem coolen Namen, da einfach mal durchschauen, da finden Sie sicher irgendwas Geeignetes. Wird übrigens ganz, ganz häufig so gemacht. Und wenn irgendwer sich wundert, wo die ganzen Netflix-Serien ihre Inspiration her haben für die ganzen Verwirrungen, sehr häufig ist eben auch hier wieder die griechische Mythologie eine dieser Quellen für diese verschiedenen Ideen. Ja, auch das gibt es im Internet abzurufen mit tausenden Seiten zusätzliche Informationen vom Dieter Matschek. Und da kann man sich wirklich hineinbegeben und ja, oder Sie brauchen zum Beispiel einen Namen für Ihren Hund oder so weiter, dann finden Sie da auch tolle Sachen, die sicher nicht jeder hat. Also da, wenn man sich das ein bisschen da schaut, Nomios wäre doch ein schöner Name für einen Hund oder auch für eine Katze, Penelopeia, Kinyras, Euroto, also da gibt es viele, viele super Sachen und ich zoome da noch einmal heraus, damit man auch das Gefühl bekommt für diese unglaubliche Größe dieser Arbeit, die der Dieter Matschek hier gemacht hat. Das Original befindet sich übrigens im Vorarlberg Museum und ist 55 Meter breit, 8 Meter hoch
und wurde alles eben handgeschrieben und ist natürlich auch wissenschaftlich nachvollziehbar, was hier alles dargestellt ist. Und auch das natürlich jetzt für jemanden, der sich ein bisschen mit dem Ganzen beschäftigen will, eine super Möglichkeit, einen kühlen Abend, einen kühlen Frühlingsabend vielleicht mit dem zu verbringen. Ja, das war sozusagen mein fünftes Projekt, das sich, wie ich finde, sehr, sehr gut im Deep Space eignet, sehr selten hergezeigt wird, durchaus auch verständlich. Wenn man da anfängt, man kommt fast nicht zum Ende und man muss dann schon einige gute Geschichten erzählen können. Als sechstes Projekt, da hole ich mir jetzt ein Objekt, das wir selber im 3D-Drucker ausgedruckt haben. Und es ist dieses kleine Teil hier. Und ja, das ist die Originalgröße. Also das ist jetzt nicht in echt im 3D-Druck. Das hat der Michael Blümelhuber im Jahre 1922 gestaltet. Und er hat das Ganze Menschheitszukunft genannt. Und da schauen wir mal kurz hinein. Der Florian Fockeneder, auch ein ganz netter, ehemaliger Kollege, mittlerweile hat er sich selbstständig gemacht, hat das fotografiert mit einer ganz speziellen Technik und hat dieses kleine Objekt hochauflösend so dargestellt, dass wir es ein bisschen hineinzoomen können und ich Ihnen zwei, drei Sachen dazu verraten kann. Ja, das Original ist aus Stahl, und zwar aus einem Stahlblock herausgeschnitten. Stahlschnitt nennt sich diese Technologie. Michael Blümelhuber, Steirer Künstler, hat das Ganze perfekt beherrscht. Und das ist eines sozusagen seiner Hauptwerke. Viele, viele andere seiner Werke sind aber auch sehr bekannt. Hat zum Beispiel bei zwei Weltausstellungen waren die Werke von Michael Blümelhuber drinnen. Ja, und was sieht man da eigentlich? Man sieht hier eine Person, die ihre Hände auf einer Kugel hält. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, aha, auch hier wieder eine Weltkarte. Und wenn man da ein bisschen genauer hineinzoomt, sieht man im Original fast nicht. Dann sieht man, aha, das ist ja Europa. Auch hier wieder italienische Stiefel, kennen wir noch von der Tavola Poitin-Gerriana. Und dann, wenn man nach links herüberschaut, da hat man dann in Spanien, Frankreich. Und dann geht da so ein Riss durch. 1922 hat er das gemacht. Und dieser Riss soll natürlich sinnbildlich sein für die Viren nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese Person, die hält hier die Hände und soll sozusagen durch diese Hände wohl diesen Riss irgendwie heilen oder zumindest das weitere Auseinanderdriften verhindern. Wir können da noch ein bisschen genauer hineinschauen und da schauen wir jetzt sozusagen auf ein Detail. Auch hier wieder Florian Fockener, der hat das eben wunderbar fotografiert. Gar nicht so leicht, dass man sowas, was sehr stark reflektiert, so gut aufnimmt, ohne dass man selber dann irgendwie in der Reflexion drauf ist. Genau, das sehen wir jetzt ein bisschen besser hin. Das zoomen wir auch hinein. Also wir sehen hier, diese Person möglicherweise erinnert ein bisschen an das Jesuskind, das hier drauf ist. Und da sieht man, hier geht dieser Riss durch diese Kugel durch und zerteilt hier Europa, Deutschland und Frankreich. Und das soll hier geheilt werden, Menschheitszukunft. Eigentlich eine ziemlich schöne Arbeit, aus einem Stahlblock herausgeschnitten. Und im Original eben hat es diese Größe, nur muss man einfach wirklich sagen, und ja, wenn man genau hinschaut natürlich, man sieht es, ist übrigens aktuell in der HTL in Steyr als Leihgabe vorhanden. Michael Blümelhuber ist ja auch in diese Schule gegangen und war einer der wichtigsten Vertreter eben aus dieser Stahlschnittkunst, und ja, viele, viele andere haben dann auch sich durchaus an seiner Arbeit orientiert. In Linz hat man hier zum Beispiel das Forum Metall, das gegründet wurde, geht eigentlich, wenn man ganz, ganz weit nach hinten schaut, auch ein bisschen auf die Arbeit von Michael Blümelhuber zurück. Menschheitszukunft, auch eines dieser Projekte, unheimlich genial, inspirierend und ja, einfach schön anzusehen, schön herzuzeigen und auch da wieder der Deep Space perfekt genutzt. Ja, ich komme schon schön langsam in Richtung Ende. Sieben Projekte habe ich mir aus dem reichhaltigen Fundus herausgesucht, habe da sozusagen einen kleinen Überblick gegeben, eben von künstlerischen Arbeiten hin zu eigentlich historischen Dingen, medizinische Sachen und ja, als Abschluss eigentlich ein bisschen eine gute Nachgeschichte, ein wunderschöner Animationsfilm von einer neuseeländischen Kunstuni,
und war eine Einreichung beim Prix Ars Electronica, hat dort auch eine Anerkennung gewonnen. Und ja, ziemlich genial, wird eine gute Nachgeschichte erzählt, wo jeder Buchstabe vorkommt. Und zwar in einer sehr, sehr spannenden Art und Weise. Und wie die Studierenden gesagt haben, na, ein paar Buchstaben waren schon dabei, die waren nicht so einfach. Das Ganze ist in Englisch. Aufpassen, jeder Buchstabe A, B, C wird nach der Reihe vorkommen in irgendeiner sehr, sehr interessanten Überlegung. Starten das Ganze, kann man sich nicht dann auch online wieder anschauen. Accidents, Blunders and Calamities heißt das Ganze. Werfen einen Blick hinein. So, ich starte es noch einmal. Beim letzten Projekt natürlich kommt es zu einem kleinen technischen Problem. Hoffentlich funktioniert es jetzt. Ja, also aus einer Kunstuniversität. Also keine echten Tiere wurden hier verletzt. Das ist ein wichtiger Hinweis im Vorfeld. It's nearly morning. Time for bed. Story time! Yay! Snuggle in, nice and warm. Now remember, it's a scary world out there. And the most dangerous thing of all is... Humans! That's right. Menschen sind das Gefährlichste, sagt er. Andrew the Otter was altered by Otto. Brenda the Bumblebee, bowled by a bottle. Colin the Cricket was covered in chunder. Dana the Dragonfly drowned here down under. Edgar the Earwig was echoed apart. Freddy the Firefly fried by a fart. Jeffrey the Gerbil engendered a goal. Anna the Hedgehog hid down the wrong hole. Ivan the Inchworm was idly impaled. James the Jerboa was unjustly jailed. Kelly the Killer Bee was kicked by the keeper. Lisa the Lemming was leveled by Leaper. Mary the Mantis made a god-awful mess. Neville the Newt was not news at Loch Ness. Ollie the Octopus went out for the ocean. Peter the Possum was pickled in potion. Quentin the Quail was quashed by a quince. Robert the Rooster rubbed out by the rinse. Stephen the Stinkbug was sliced by a sneeze. Ted the Tarantula couldn't tolerate trees. Ulrich the Arachabird, he was undertaken. Anita the Vinegar Fly was caught ventilated. Widomer the Wetter, he went the wrong way. Xander the Xenopus, he expired by X-ray. Yasmin the Yellow Jacket was hit by a yachting cap. Zachary the Zephyrfly got stunned by a zephyr zap. Huh. How was that? It's my favorite. My favorite. Sleep tight, you little rascals. Don't let the big bugs bite.
Ja, eine sehr, sehr spezielle Gute-Nacht-Geschichte für diese kleinen Opossum-Kinder. Ja, die Menschen, große Bedrohung natürlich für Tiere und natürlich auch zum Teil für uns selber. Also das war durchaus auch sozusagen als kleiner Bogen gedacht. Immer wieder natürlich die Genialität von uns Menschen, Dinge zu schaffen, Dinge zu gestalten und dann gleichzeitig natürlich auch ein bisschen die Gefahren, die bei diesen ganzen Dingen natürlich auch immer inkludiert sind. Und das, was wir als Gesellschaft natürlich sehr, sehr uns genau überlegen müssen, wie wollen wir mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, mit dieser Genialität, die wir uns aktuell auch im technologischen Bereich aneignen, wie können wir die sinnvoll einsetzen im Sinne von einem digitalen Humanismus, der uns als Gesellschaft wirklich nach vorne bringt und der nicht viele, viele Opfer, ob gewollt oder ungewollt, hervorbringt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann würde es mich freuen natürlich, wenn Sie unserem Video einen Daumen nach oben geben. Unseren Kanal haben Sie hoffentlich schon abonniert. Wenn nicht, dann bitte jetzt abonnieren drücken und dann bekommen Sie noch regelmäßig diese spannenden Sachen hier aus dem Ars Electronica Center nach Hause geliefert. Für heute einen schönen Abend und danke fürs Dabeisein.